Liebe Kunstfreunde, willkommen zu unserer neuen Ausstellung Grenzerfahrungen im Rahmen des Themenjahres Kulturland Brandenburg 2014, Preußen, Sachsen, Brandenburg, Nachbarschaften im Wandel. Äußerlich ist dieser Bezug leicht herzustellen. Beide Künstlerinnen, die wir hier präsentieren, sind vom sächsischen Kunstschulen geprägt. Gudrun Brühne lebt und arbeitet seit Jahrzehnten im Havelland. Für Nathalie Thekampe, Absolventin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle an der Saale, ist dies die erste Ausstellung im Land Brandenburg. Die ganze Lust und Last der akademischen Exerzitien hat Nathalie Thekampe uns hergetan, im und sogar vor das Landarbeiterhaus, Physiognomien der Freunde und Modelle, jede Falte, jedem Buckel, jedem Tal und jeder Wölbung des Gesichts mit den Fingerkuppen wochenlang im feuchten Ton nachgespürt und in Gips umgeformt, bis alles stimmt. Oder der wunderbare Einradfahrer aus gekalkter, schwerer Eiche, virtuos herausgeschlagen und geschlagen mit ungeheuren, unförmigen, erdenschweren Armbalken, die ihn, wie uns alle, verhindern am Schweben, Abheben, leicht und nur glücklich sein. Und die für diese Ausstellung entstandene experimentelle Arbeit Androgyn, aus Gips gefundenen Ästen, Haut, Leim, das ernste Spiel mit der Grenzüberschreitung, der Aufhebung der Gegensätze der Geschlechterrollen, kraftvolle Formfindungen, wie auch die beiden betonierten alten Herren, die sie uns auf ein paar Monate zu Besuch in das Haus gestellt hat. Und schließlich die filigranen Eisengussarbeiten, heitere Ausflüge in eine noch zu findende neue Freiheit. Gudrun Brühne, geboren in Berlin, aufgewachsen in Leipzig, studierte dort Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Sie wurde Modell, Partnerin, Kollegin, Ehefrau von Bernhard Heisig, dem großen Neo-Expressionisten jener anderen der ostdeutschen Moderne. Gudrun Brühnes Bildfindungen in der Tradition von Arcimboldo, Ensor, Dix gehören zum wesentlichen weiblichen Teil der reichen Leipziger Schule, die seit den 60er Jahren eine Fülle zeitgenössischer Menschenbilder und existenzieller Parabeln geschaffen hat. Und immer wieder Guernica, wo das makabre Arrangement zerstörter, verschlissener, weggeworfener Puppenmenschen mit dem unvergesslichen Malduktus des großen Spaniers eine ebenso verstörende wie überzeugende neue Kunstwirklichkeit ergibt, oder im ironischen Dreifachblick ihrer Picasso-esken Puppe, oder in den neuen bewegenden Doppelporträts mit Bernhard Heisig, wo die Trauer über das Ende einer Lebens- und Künstlerpartnerschaft in doppelter malerischer Handschrift aufgehoben ist. Ich singe noch ein Lied, dann wünsche ich der Ausstellung viele Käufer. Es ist die Sommerabend im Hai. Die rote Farbe. Die Polizei muss ihre Scheibe. Die Heiratsschwindler übertreiben. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit der Irren und Idioten. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Der Irren und Idioten. Danke für die wunderbare Ausstellung. Ja.